Nach dem heftigen Wintereinbruch im Süden Bayerns hat sich die Verkehrslage etwas entspannt. Es muss aber weiter mit Einschränkungen gerechnet werden. Der Münchner Flughafen nahm am Morgen wieder seinen Betrieb auf. Allerdings fielen 2/3 der geplanten Flüge aus. Am Münchner Hauptbahnhof fahren nur vereinzelt Züge. Die Bahn rechnet mindestens bis morgen mit Ausfällen und Verspätungen. Die ersten Züge fahren wieder. Noch ist es aber nur der Fernverkehr. Viele Oberleitungen sind weiterhin vereist, Gleise blockiert und Züge schlicht eingeschneit. So bittet die Bahn Reisende auch morgen noch, ihre Fahrt möglichst zu verschieben. Denn die Züge, die fahren, sind brechend voll. Mein ursprünglicher Zug ist ausgefallen. Jetzt sollte ich den nehmen, aber kann ja nicht mehr rein. Info kann einem ja auch keiner geben, wirklich. Und ich versuche jetzt mal, ob ich hier reinkomme, aber es schaut schlecht aus. Wir verfolgen das hier immer in den Apps, aber das ist sehr uneindeutig. Also steht dann ja, fällt aus, fällt nicht aus und dann steht da doch wieder drin. Das ist ein bisschen schwierig mit der Bahn. Leicht haben es aber auch die Passagiere am Münchner Flughafen nicht. Von knapp 900 geplanten Starts und Landungen sind 600 annulliert worden. Bis morgen wird es noch zu Verzögerungen kommen. Viele Passagiere fühlen sich von ihrer Fluggesellschaft schlecht informiert. Die Leute hier sind alle nur angefressen aufgrund der fehlenden Kommunikation. Jeder hat Verständnis fürs Wetter, aber die Kommunikation fehlt und das geht nicht. Der Münchner Flughafen meldet, der Winterdienst habe 1,6 Millionen Kubikmeter Schnee bislang geräumt. So viel wie sonst in einem kompletten Durchschnittswinter. Schneemengen wie in den vergangenen 2 Tagen fielen in München noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Heute dann strahlender Sonnenschein. Die Münchner zieht es nach draußen. Aber die Stadt warnt, unter der Last des Schnees könnten Bäume umstürzen und Äste abbrechen. Erfolgreiche Sprengung eines Kühlturms in Förde am Niederrhein. Der 165 Meter hohe Turm war Teil eines 2017 stillgelegten Steinkohlekraftwerks. Zur Sicherheit mussten Bewohner umliegender Häuser diese zeitweilig räumen. Laut des Energiekonzerns RWE soll der Rückbau des Geländes noch bis 2026 dauern. Dort wolle man künftig grünen Wasserstoff erzeugen.